Willkommen zu einem neuen Among Us Video. Lang ist's her, aber ich wurde wieder zu einer coolen Among Us Runde mit coolen Leuten eingeladen. Wir haben sehr viele Mods dabei, deswegen werde ich euch unten in die Beschreibung einmal alle reinpacken, damit ihr auch nachlesen könnt, was welche Rolle bedeutet. Falls ihr künftig mehr Among Us folgen wollt, lasst gerne Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß bei dieser Runde. Wie, was? Oh, ich seh's. Ja, wir gehen einfach hart rein. Also, ich bin Crewmate, damit müssen wir nichts nachlesen. Ich bin von so vielen... Ah, Shifter. So, wo ist Shifter? Ich glaube, jetzt kriege ich hier gerade die... Shifter. Simon, du bist nicht mute. Entschuldigung. Das war das erste Mindgame direkt. Wo ist Shifter? Shifter? Hier. Der Shifter hat keine Rolle und verliert das Spiel immer. Er kann jedoch die Rolle mit einem anderen Spieler tauschen und erhält dann dessen Rolle und Task. Der Spieler wird dann der neue Shifter, wenn er mit dem Imposter stirbt. Ah, okay, dann shifte ich mal. Was bin ich jetzt? Jetzt bin ich ja gar nichts mehr. Also ich habe jetzt mit jemandem scheinbar meine Rolle geswitcht. Und... Oh, scheiße. Aber... Oh, da hat jemand die Zeit zurückgespult. Also ich habe jetzt mit jemandem meine Rolle geswitcht, aber ich verstehe gerade auch nicht so recht, was hier geschiftet wurde. Also ich glaube, wenn ein Imposter stirbt, dann habe ich wieder... Okay, oh Gott, ich war schon so lange nicht mehr zurück, Leute. Die Troll-Queen ist back. Okay, dead baddie. Oh no. Oh no. Mia. Also Time Master ist hier angegangen. Für die Leute, denen das jetzt nicht sagt, der Bildschirm war ja einmal so blau und dann wurde man so ein bisschen zurückgespult. Das ist eine Rolle in dem Game, die sich aktivieren kann, wenn sie getötet wird. Aber dann wird sie nicht getötet, sondern die Zeit wird so für 5 Sekunden zurückgedreht. Time Master heißt es. Und als ich das gesehen habe, bin ich schnell Licht anmachen gegangen, weil ich dachte, oh, da will doch bestimmt jemand an den Button drücken, damit wir darüber reden können. Dann habe ich Licht angemacht, aber niemand hat den Button gedrückt. Dann bin ich zum Button gelaufen. Der ist im Office, da wo man den Knopf draufdrückt, wo man dann halt reden kann. Und da liegt Mia tatsächlich, genau vor dem Button. Jo. Mia ist aber nicht der Time Master gewesen, weil ich der Time Master bin und Simon mich reinhalten wollte. Simon ist aber nicht der Time Master, weil ich bin der Time Master. Warte, Marion ist aber nicht der Time Master, weil. Hat sie wo? Nee, ich bin der Time Master. Ich bin der Time Master. Schu wollte gerade mich reinhalten. Wo war denn? Im Weapon Service. Ja, deswegen, ich wollte auch keinen Button drücken, weil ich das Runde 1 sehr, sehr gemein gefunden hätte. Aber ist egal, ist nicht so schlimm. Patsy, wo war das denn? Wo wollte ihr denn in dich reinhalten? Patsy, so sass. Was, wo? Entschuldigung. Im Labor. Bart hat das, also Bart stand auch noch neben mir, aber der konnte Joker, das nicht oder? Gewesen sein. Ja, ich stand ich, lässt du bist Joker? Ich bin ehrlich, ich würde nie lügen. Ich fände das gemein, bei so vielen, die das Spiel so wenig gespielt haben, jetzt auch noch zu Patsy, hör auf, ey. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wo bist du dann danach hin, Patsy? Ja, danach bin ich ins Office gegangen. Dann stand ich an der Lifeline. Aber hättest du dann nicht Mia sehen müssen? Wo bist du lang gelaufen, meintest du? Ich weiß ja, wer mich getötet hat, also töten wollte. Ja, wer denn? Ja, du. Oh, was? Johnny, mal reden. Digga, ich hab doch gar nicht. Ich bin gerade erst hier am Rumlaufen. Ich hab gerade erst mal gerafft. Ich hab eben nachgeguckt, wie man interactet. Oh, Simon! Ja, okay, dann Parzival lügt offensichtlich. Simon, ja, dann haben wir, wohl keinen Müll. Dann ist das halt den, so. Ja. Wir haben Jester drin, ne? Ja. Ich skipp erstmal. Ich hab keine Ahnung. Jetzt skip. Johnny wollte irgendwas fragen. Johnny. Nee, ist schon okay. Oh. Okay. Nein. Also für dich, Johnny, juckt niemand. Oh mein Gott, ich habe Kimi gemutet. Auf jeden Fall, Leute. Kimi, alles gut, ne? Nothing personal. Jetzt bin ich Ingenieur. Also ich darf quasi Rollen wechseln. Ich bekomme die Rolle immer erst danach. Okay. Nachdem quasi ich Simon, in der neuen Runde drin bin. Hey. Ey, willst du mich verarschen? Ich hasse das so sehr. So. Und wenn ich die aber in Imposter switchen möchte, dann sterbe ich. Das haben wir jetzt gelernt. Bep. Badabadum. Badambam. Ah, ich kann es ja auch. Oh, ich kann jetzt ja auch hier switchen, ne? Let's go, my friend. Dead.
Kann ich jetzt wieder rumrollen und wiggeln? Oh ja, guck. Jetzt petzen die wahrscheinlich gleich alle, ne? Hat sie es richtig gesehen? Ja, wer auch immer das gerade war. Armer Ingenieur. Blauer Elefant. Oh. Ich sehe keine Namen. Wie mache ich Namen an? Ich muss mir die ganze Zeit... Es ist ziemlich eindeutig, es war der mit dem Leguan auf dem Kopf. Der ist eben gerade mir vorbeigelaufen. Ja, ich bin nur sehr langsam im Melden. Also eine schlechte Entschuldigung. Aber ich kam mit Brücki, mit dem blauen Elefant quasi aus von rechts und bin quasi nach links kurz gesteppt und wieder nach rechts und habe dann gesehen, dass ich einen Melden-Button habe. Aber ich kam mit Brücki von rechts. Also ich, die Leiche liegt weiter. Der erste Killer ist Simon. Ja, würde ich. War Simon da mit uns gerade? Warte, ich muss gerade die Farbe gucken. Ich sehe keinen Namen. Habt ihr mich eigentlich nur eingeladen, um ein billiges. Warum sagt Kim nichts? Ich bin vor ihr gewendet. Könnt ihr ruhig sagen. Wo liegt denn die Leiche? Also ich kann da ja schon mal gar nichts für. Kim, wo war die Leiche? Du bist ja auch Time Master. Moment, ich muss auf die Karte gucken. Die Leiche liegt im Lab und zwar relativ am Anfang und ich kam quasi aus Specimen zusammen mit Brücki. Okay. Ich glaube, Vlesk, du bist immer noch O2 unten, oder? Ich bin Richtung Electrical hoch, ja. Aber ich hab Licht angemacht, dann war ich kurz in der Kamera und hab die Leiche auch gesehen auf der rechten Seite, hab aber keinen mehr weglaufen sehen und bin jetzt auf dem Weg Richtung Lab. Also ich glaube, du hast Basel reported, oder? Aber die Leiche, dann waren es aber wahrscheinlich ein Double Kill, oder nicht? Weil die Leiche war schon sehr rechts. Ich glaube, die Kamera reicht nicht bis da. Doch, und die haben die Kameras gesnatcht. Nee, die ist in diesem Raum, wo man diese Ausrufezeichen macht. Gleich am Anfang, wenn man in Lab reinkommt. Weil dich der Evil Guess er dann rausschmeißen könnte. Aber sie weiß doch, dass ich, die weiß ja gar nicht, dass ich Ingenieur bin. Ja, wo du die fixen musst. Ach, da. Okay. Ja. Mhm. Wenn du schaust, in. Ja, nee, passt alles gut. Dann also kann ich mir vorstellen, Double Kill ist sogar. Wen hast du noch bei reported, Kim? Wenn du deine Rolle so offen zeigst, kann dich der Imposter-Gesser einfach rausworten im Meeting. Ah. Guckst auf der Kamera, die Mia reingeschickt hat. Die gelb umrandeten Dinger sind die, die du in der Kamera auch siehst. Und die liegt quasi im ersten Raum. Gleich aber nicht. Doch, im ersten Raum. Ja, also ich hab die rote. Wir haben die im Eingang rechts davon, quasi außerhalb der Vision von der Cam, haben wir die gesehen. Kann nicht sein. Also mein Verdacht ist immer noch auf Simon, weil der kam uns entgegen. Ja, es muss, also für mich ist auch sehr klar. Ihr könnt es gerne machen. Ihr werdet es bereuen. Aber ich möchte nur noch mal sagen, wenn ich dann tot bin und ihr gemerkt habt, es ist ein Fehler. Kim und Brocky sind Simon, zusammengelaufen. Oh, Simon, schweig still! Okay, what? Denkt an Kim und Brocky. Ja, lass doch Simon sich ein bisschen mehr verteidigen, oder nicht? Hat er doch, oder? Ist auch nicht genau. Während ich gesprochen habe, fiel ich schon in die Lava. Wahrscheinlich ist Kim wirklich Imposter, ne? Na gut, das habt ihr jetzt. Kim, lass uns Freunde sein. Kim, ich muss dir was zeigen. Kim, ich weiß, wir kennen uns nicht und es ist alles sehr intim. Aber ich möchte dir gerne etwas zeigen. Komm, Kim. Kim, komm. Kim, komm! Was machst du jetzt, Lesk? Wie es halt einfach keinen juckt, ne? Also, Lesk ist halt wieder so, oh nein, wieder mit Gnu, so was geht ab. I'm back, my friend, I'm back. Let's be friends. Ich bleib bei Vlesk, der vertraut mir, glaube ich. Mal gucken, ob Vlesk jetzt so. Er hat schon so viel Stunden. Vlesk hat 800 Stunden. Ich habe 153. Vlesk muss ja wissen, dass ich kein Imposter bin. Also, das erwarte ich jetzt nach 800 Spielstunden, dass er sofort checkt. Ich habe gerade direkt repariert, dass er sofort checkt, okay, Gnu ist Ingenieur. Das erwarte ich. Ich habe eine Krone auf. Ihr habt die Krone auf. So ein bisschen Musik wäre schon nicht schlecht, oder? Gibt's die überhaupt? Nee, Musik gibt's hier gar nicht. Vlesk, hast du Angst? Ich hab dich mir offenbart. Es ist wie, als wenn ich dich dir nackt gezeigt hätte. Dann, weißt du, wenn ich mich Männern nackt zeige, dann bin ich immer so anhänglich. Bleib doch hier, du Schüchterni. Kleines Schüchternis. La 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 la. Everybody wants to rule the world. Oh. Oh lol. Den braucht keiner. Aber der ist gestorben in der Zeit zwischen meinem Lifeline-Check und deinem, Brücki. Ja, das finde ich auch echt scheiße, Bart.
Ich wollte nämlich einfach gerade hart gegen dich schießen. Aber warum? Jetzt, na, weil du halt, du fixst Licht nicht, du machst deine Aufgaben nicht. Ja, das war nicht Licht, das war Koms. Da kommst. Und du warst auch, Ach so, Koms. Und ich habe Koms gefixt, Murki. Ja, Leute, ich muss Licht, ich habe Licht gefixt. Länger her, als ich mal gezockt habe, ne? Schwierig. Gut, aber Licht merkt man doch, wenn es aus ist. Ja, kann immer passieren. Ich nicht, ich habe Brille. Aber jetzt zum Schluss war Koms aus. Aber davor auch schon, davor war auch Koms aus. Ach, du standst in, nee, wobei, du kannst ja nicht in Camps gestanden haben, weil Koms war aus. Also warum hast du Licht und Dings vercheckt? Egal. Es war tatsächlich eine Person in Kamera. Als Brücki und ich in Lifeline waren. Genau. Also ich kann für den Kill Brücki rausnehmen. weil in der Zeit, wo er gestorben ist, Brücki an Lifeline gegangen ist, an mir vorbei. Und wo ist der Kill? Wissen wir nicht. Brücki hat Button geklickt, ne? Ja, das war auch sehr schnell. Also fairerweise ist, also der Kill muss sehr, 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 sehr frisch sein. Ja, ich kann sagen, wer kann sich denn covern? Ich bin alleine gewesen. Ja, Gnu kann auf gar keinen Fall irgendwas gemacht haben. Ich bin also alleine tatsächlich. Ich bin gerade eben noch Bart gecrossed, aber es ist schon eine längere Zeit her. Der war unten unter O2. Yes, da waren wir ich unten. Ich habe Bart gesehen, als er Koms gefixt hat. Und dann. Yes. Ja, ist aber schon lange her. Was ich sagen kann, weil ich gerade unten an Atmen stand, ist, dass auf jeden Fall zwei Leute in Storage waren. Eine Person irgendwo links in O2 und weiter konnte ich nicht sehen, weil dann Burgi schon den Button gepresst hat. Ja, Leute, also kommst von aus, es muss Burgi sein. Das habe ich mir gemerkt. Ich bin immer vor einem Jahr war das immer schon so. Wahrscheinlich liegt die Leiche in Koms mit dem Mörder, könnte ich mir vorstellen. Außer jemand anders war gerade, nicht in Koms, sorry, in Storage. Storage. Ja, sorry, ich meinte Storage, falls nicht gerade irgendjemand anders in Storage war. Nee, ich war Otto. Ja. Also es waren auch sehr viele einzelne Punkte. Warte mal, wann warst du Otto? Vor ungefähr 3 Sekunden. Und wen habt ihr jetzt, wen verdächtigt ihr jetzt? Ja, niemand mehr. Auf, war einfach ein scheiß Meeting. Aber du kannst bei einem Meeting immer nicht skippen, das ist das Problem. Also Brücki ist zumindest safe. Aber ich werde trotzdem gewotet, geil. Danke, Leute. Starkes Play. Starkes Play. When you tried your best, but you don't succeed. Das hat sich aber nichts verändert. Alles wie immer. So, Vlesk. It's time. Weiter. Da soll noch mal einer sagen, dass ich hier nicht. Du bist. Ach, Entschuldigung. Alter, Simon ist so verballert, wirklich. Also, der Simon ist so verpeilt. And then you get what you want, but not what you need. So, also, die müssen das doch jetzt mal langsam checken, oder? Also, das ist doch so offensichtlich, Mann. Es juckt die nicht. Ich glaube, die beiden sind Imposter. Ich glaube, die beiden sind Imposter und ich hab's jetzt raus. Komm, Blesk, jetzt mach doch mal mit! Blesk! Blesk! Ich musste einmal den Chat für alle furzen. Ach man, Blesk ist bestimmt Imposter, oder? Ganz sicher. So, ich mach das jetzt mal, aber ich will nicht sterben. Das ist mir nicht wert. Ich gehe lieber wieder mein Vent und guck zu, wer es war. Ich kann auch gar nicht mehr repairen. Warum geht denn das nicht? Tiller wird's eigentlich nicht stein, ne? Ich möchte jetzt eigentlich nicht sterben, ne? Also da stehe ich eigentlich gar nicht drauf. Ich gehe mal in den Vent, da kann mir nichts passieren. Ich gehe in den Vent, warte, bis jemand repariert und dann komme ich wieder raus und guck. Ach, nichts passiert. Also die beiden juckt es nicht, dass ich vente. Das heißt, es ist ja mal offensichtlich, dass die das sein müssen. So, ich mache mal meine Aufgabe hier. Ach ja, Leute, wie lange war ich nicht mehr bei diesen Aufgaben? Das ist schon so lang her. Ich mache jetzt nur noch Vent-Power. Ich und der Vent. Ich war schon so lange nicht mehr da. Es ist schon so lang her. Upp. Man kann mich in Wänden töten. Das wird ja wohl keiner von denen... wird sich das trauen. Also das verbiete ich mir. Das verbiete ich mir. Ich will da nicht hin. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich will da nicht hin. Ich will das nicht reparieren. Wann sind denn endlich mal alle tot? Oh, das kam unerwartet. Ja, jetzt haben wir niemanden drin, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Könnt ihr eure Position sagen? Bessiman. In einem Vent? Guter Call. Ich bin bei ihr in Comms gerade. Beziehungsweise auf dem Weg zu Weapons. Hä?
Danke schön. Du Maschine. Wow. Das war diese Gästerrolle. Ja, leider. Weil, Schu, du warst nicht bei mir, gell? Du warst nicht O2. Nee, ich war nicht bei dir, aber ich habe eigentlich gegambelt. Ihr habt mich abgestochen. Ja, und ich habe ja gesehen, dass, also ich habe versucht, auf Kim zu schießen, dann ging es nicht, dann hätte ich, also ich habe Gnu wenden sehen und wusste dann, dass er eigentlich Brücki der Medic sein muss. Ja, genau. Ja, ist immer behalten. Oh, das wird jetzt aber intens. Warlock, your role is curse. Ada, okay, was ist denn das? Warte mal. Lass mal gucken. Imposter kann andere Spieler verfluchen. Der Warlock kann dann durch den Verfluchten töten, kann auch Mates oder Warlock selbst treffen. Nach dem Kill kann sich der Warlock kurz nicht bewegen. Das heißt, was ist, wenn ich jemanden verfluche? Kann ich ihn jetzt cursen? Merkt er das, dass er gecursed ist? So, was? Jetzt kann ich ihn als Voodoo-Pippe quasi einfach töten, oder? Scheiße. Und was heißt es jetzt? Das ist aber jetzt ein bisschen kompliziert. Ich war zu lange nicht mehr hier. Ich möchte gern Voodoo-Puppen-Kill machen. Achso, die Person stirbt dann irgendwann. Achso, er stirbt jetzt irgendwann. Das ist okay, ist wie so eine Geschlechtskrankheit. Irgendwann so ein Tripper mal vorbei. So vorbeigeben, mal einen Tripper geben. Dann kann ich mich kurz nicht mehr bewegen, hieß es, wenn der jetzt stirbt. Ah, okay, und jetzt, achso, wenn es nicht auffällt, ne, weil ich kann mich jetzt gerade gar nicht, oh. Da ist ein Mörder. Ist ein Mörder unterwegs, Leute. Ja, sag mal an, wo ihr seid. Weiß, war irgendwas mit einer weißen Hut? Wer von euch ist weiß? Weißen Hut. Weißer Hut bin ich. Ganz kurz, sag mir mal kurz, wo ihr so seid. Ich bin Lifeline mit Brookie. Labor mit irgendwem. Und ich habe gerade eben Lestock gesehen, der ist in die Mitte gelaufen. Der ist so relativ mittig gelaufen. Mhm. Ich stehe in Security mit Johnny zusammen. Hi, kann ich bestätigen. Ich stehe direkt vor dem Mörder. Kein Witz. Ich wollte gerade reporten, da wurde schon reported. Auf der linken, Mann, wie heißt das Ding? Auf der linken Seite von der Map. Ja, genau. Mhm. Da ist ja, draußen ist ja so ein Loch. Und bei dem Loch vor der Tür in den einen kleinen Raum geht's rein. Ja, ja, da stehe ich und Vlesk liegt unter mir. Achso, dann bist du neben mir, Simon. Okay, ich dachte, das wäre Gnu. Nee, ich bin sicher. Ich stehe unten im Labor mit irgendwem. Irgendeiner von euch war in der Kiste. Flo, ist ja denn neben dir umgekippt? Ja, ja, ich habe mich gerade mit dem Chat unterhalten. Der Flo war es. Der Flo hat ihn gekillt. Ich wusste gerade nicht, wer. Meinst du wirklich, das ist so dumm? Also, du hast nicht damit gerechnet, dass ich da so vorbeischlender. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch einen Warlock drin haben können. Der könnte Flo gewarlockt haben und tötet dann jemanden, der neben Flo steht, muss dafür aber, ich glaube, 10 Sekunden stillstehen bleiben. Ja, halt und da stand ja niemand neben mir. Ja, das Problem ist ja, dass ich jemanden hab weglaufen sehen und dann dorthin bin. Also ich bin quasi. Ach so, da war keiner mehr. Ja gut, dann hätte wenn Flo Warlock gewesen. Ja, ich kam quasi von O2 und unten bei den Wasserrädern habe ich melden können und ich habe quasi noch jemanden weglaufen sehen. Aber Kim, du hast ja Parzi gewotet und unter mir liegt ja Vlesk, nur dass wir das nicht durcheinander bringen, oder? Du hast ja Weiß. Ich muss sein. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wen ich. Ja, ja, Weiß. Du hast Parzi genau und Vlesk liegt unter mir. Alt. Und Vles muss dann beide O2 sein. Aber die liegen beide O2 oder was? Oder? Also ja, wir sind gerade gleichzeitig an die Leichen gekommen oder was? Oder? Nee, Vles kann nicht O2 sein. Vles hat es nicht geschafft, das O2. Es war, glaube ich, Ari. Was ich interessant finde, ist, als ich war kurz vor Ende noch bei Admin Panel dran und Incoms war erstmal nur ein Punkt. Also Vles muss wirklich super. Also ich kann Brücke rausnehmen. Ich habe den Mord gerade beobachtet. Ich bin direkt noch daneben. Der steht immer noch da. Aber hast du auch gesehen, wie er ihn getötet hat? Ich habe gesehen, wie er halbiert also wurde. Also Varian oder Simon? Das ist so das Dumme. Es gibt halt viele, viele Rollen, die halt so eine Art Kill möglich machen, Simon. Weißt du, das ist jetzt nicht so einfach, wie du es gesehen hast. Aber du wirst es sehen nachher. Aber das ist echt schon richtig hart, ne? Meine Rolle ist schon richtig, richtig hart. Also das muss man schon sagen. Die ist schon echt insane. Ja, jetzt ich chill erstmal und nimm dann den... Du bist nicht gemütlich in der Aufposition. Ja, du chillst dann und dann? Ich lass das mal sie erledigen. So, ich kann jetzt irgendjemanden cursen am Vorbeilaufen, das ist gut. Das ist schon, Warlock ist, glaube ich, die krasseste Ding überhaupt, oder? Glaube ich. So, kann ich, glaube ich, jemanden
Hä, warum ist es wieder zu? Cursen. So, ich habe ihn gecursed. Glaube ich. Oder? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mal irgendwo mich hinflatsche, wo ich meine Ruhe habe. So, damit ich so tun kann, als hätte ich diese Aufgabe. Warum kann ich ihn jetzt nicht killen? Warum geht es nur ab und zu? Warum geht es nur ab und zu? Ich muss gerade ein bisschen faken. Warum kann ich nur ab und zu drücken? Ist doch total doof. Nur wenn er neben jemand ist. Ach so. Ach so, das ist ja mega mies. Da muss ich ja die ganze Zeit die Taste spammen eigentlich, oder? Das heißt, nur wenn jemand neben ihm steht, kann ich das machen. Das heißt, er ist gerade allein oder er ist schon tot. Aha. Das ist ja bad. Oh scheiße, das war jetzt nicht gut, ne? Wie lange stehe ich jetzt rum? Oh nein. Also jetzt wäre ernsthaft, das glaubt mir jetzt keiner, aber der ist einfach vor mir zerteilt. Wer? Das muss, gibt's eine unsichtbare Rolle? Wen meinst du? Der ist einfach vor mir explodiert. Einer von denen hier, weiß nicht, wer explodiert. Tot ist. Einfach, er war einfach weg. Wieder an derselben Stelle übrigens. Derselbe dumme Raum mit derselben dummen Tür davor. Oh scheiße. Es gibt keine unsichtbare Rolle. Ich rede einfach nichts. Ey, ich weiß dann, ich war es nicht. 100%. Aber welche Farbe war es denn? Was? Ich habe Schuhe umgebracht. Das kann doch gar nicht. Es war was Rotes. Ups, wie kann denn das passieren? Das war letzte Runde. Aber war das schon im Minute gerade? Aber es ist doch jemand tot, oder? Irgendwie muss schon. Wie kann ich sie denn töten? Nein, aber ich nicht. Simon liegt Schuh. Ich habe nur jemand gecursed. Seite, also in O2, also linke Seite also, von der Map. So. Du hast mich, glaube ich, sogar gesehen, Varion. Du bist nämlich gerade im Gebäude unten drunter, wo dieser große Generator ist. Und kamst du durch die Tür hoch. Und ich habe gesehen, wie du kommst und dachte nur, fuck, der wird mich gleich melden. Melde ich mich lieber selbst. Das wollte ich töten, aber du bist weggelaufen. Situation. Nee, das glaube ich nicht. Ich lebe ja noch. Aber Gnu war ja auch da, ne? Die war lange Zeit mit Schuh unterwegs, habe ich gesehen. Ja, ich war unten beim Wassermachen mit Schuh. Ich glaube, es war dann war ich am Bildschirm, dann war ich pinkeln und ich freue mich, dass ich noch lebe. Boah, ich glaube dir irgendwie nicht, Gnu. Auch wenn ich dich sehr mag, aber irgendwie glaube ich dir nicht. Das ist jetzt aber was Persönliches. Also, er kann sich dann ausschließen. Auf jeden Fall noch gelaufen. Aber ich könnte nicht ausschließen, dass Gnu nicht vielleicht Simon gekreuzt hat, ihn verhext hat und dann damit Schuschu getötet hat. Ich habe mich mit Simon nicht gekreuzt. Verhext? Also ich bin wirklich nur an etwas vorbeigelaufen. Ich glaube, Schuschu war an dieser Tür draußen und ich bin vorbeigelaufen und plötzlich aus dem Nichts fällt der obere Teil ab. Und ich, da ich nicht alle Rollen kenne, dachte ich, jemand ist vielleicht unsichtbar. Konntest du dich dann noch bewegen? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin weitergelaufen. Aber dann habe ich direkt den, habe ich wie gesagt, Flo gesehen, der mir suspekt ist. Vielleicht war es auch ein Sheriff, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, also verstehe ich, dass ich suspekt bin, verstehe ich. Wir können auch viele ausschließen. Also Baso, Bröki, Bröki war gleich, glaube ich, auch noch nicht. Johnny und Baso, wir waren auch alle relativ rechts und auf einem Fleck. Warum ich? Warum war ich? Ich hab dich gewotet, Gnu. Oh, warum? Boah, ich weiß nicht. Hör auf, wenn zu reden, weil die Lava fällt. Oh. Boah, das ist jetzt aber was Persönliches. Boah, das wird jetzt aber schwierig. Müsste die jetzt ja theoretisch alle mit Ding hier machen. Mit diesem scheiß Curse-Ding. Das schaffe ich ja gar nicht. Mann. Ich verstehe die ganzen Rollen sowieso nicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. So, ich muss jetzt irgendwas infizieren. Wie mit einem Virus. Das ist gar nicht so einfach, gell? Ich sorg's euch. So. Ich mach jetzt mal Bildschirm. Bildschirm. Wireless. Wireless. So, und ich muss mir ein paar Aufgaben merken. Gasflasche. Gasflasche. What? Der Elefant ist es. Es ist der Elefant, Bröki. Ist einfach umgefallen direkt neben mir. Ich glaube, jemand hat mich verhext. Ein Morden erwischt, Bröki.
Nee, also ich bin's nicht tatsächlich. Auch wenn jetzt viel gegen mich spricht, vor allem mein eigener Versprecher. Aber Simon hat wieder gekillt. Dann sind wir wieder vor allen Dingen. Ja, ist, weil... Wie du mich unterschwellig schon direkt als abstempelst hier, als Massenmörder. Es sind schon zwei Leichen neben dir, direkt neben dir aufgetaucht. Und ich glaube, wir haben hier unseren Schuldigen. Es ist eine ganz schön dumme Situation, das weiß ich. Aber in dem Fall würde ich hätte mich am Anfang nicht selbst reported. Das mache ich nie, weil ich das nicht durchhalte. Aber was ich gerade gesehen habe, war, dass ich habe ein Terreur gehört und einen blauen Rüssel um die Ecke gehen sehen. Das kann nur einer sein. Du bist doch direkt vor der Leiche. Was erzählst du denn da? War gerade jemand bei Gnu oder Baso? Ich war gerade Gasflaschen machen. Oh, waren wir gerade Johnny im Labor oder so, glaube ich? Anfang Labor? Da fragst du jetzt mich oder was? Aber ich war mit Johnny gerade zusammen am Ende. Ja, Baso hat sich bewegt. Aber Gnu war wieder alleine. Ja, ich war Gasflaschen machen und ich finde keinen von euch. Ihr habt ein Problem mit mir. Ich nehme das jetzt persönlich. Doch, wir haben 50-50 hier. Zwischen mir und Simon haben wir so 50-50. Also, ja, ist egal, alle anderen sind raus. Dann macht das doch so. Aber jetzt und ich habe gesehen, ich bin ein lieber kleiner Elefant, ich mache mir meine Aufgaben. Ich laufe also raus und sehe, wie Simon da steht. Ja, der steht einfach vor Weapons und wartet gierig auf sein nächstes Opfer. Ich gehe in. Wo hast du denn das gierig her? Der gibt gar keine Gesichtsanimationen. Ich gehe wie Benjamin Blümchen, schön in Comms rein, mach ein bisschen Terreur, komme ich wieder raus, liegt eine Leiche da. Ich sag's euch, Leute, das ist so eine klare Sache. Aber Simon, jetzt mal ernsthaft, hast du nicht gerade gesagt, Pöcki steht bei der Leiche? Ja, wie ist denn dein Tag? Ich bin rausgekommen von unten, wo dieser Generator ist, so dieses komische Ding, wo der Joystick ist, bin rausgekommen. Es ist dieselbe Stelle wieder und Bröki liegt über der Leiche gebeugt. Er labt sich noch da dran, Mann. Er hat mit dem Rüssel ein bisschen Blut abgesaugt. Das ist eklig. Dafür wird er gewordet. Das hat mich überzeugt. Er hat's verdient. Du bist ja so eine. Das mit dem Rüssel, das ist so eklig. Ihr seid dumm! Oh mein Gott! Oh, Bröki, süß! Ihr seid so dumm! Platsch! Also irgendwie muss ich ja gar nichts machen. Das erledigt sich ja von allein die Probleme. Würde ich mal sagen. Ich weiß nicht. Ich kann mich gerade irgendwie nicht bewegen. Also bleib sie bei mir. Also bitte. Ich pass auf dich, Elf. Also ich pass auf dich auf. Du bist ein bisschen badisch. Weißt du? Zusammen, du kannst jetzt mir ein Alibi verschaffen und ich gebe einfach jemand den Tripper ab. Du brauchst auch keine Angst haben, ich werde dich nicht infizieren. Du brauchst überhaupt keine Angst haben. Ich werde einfach nämlich ihm die Krätze geben jetzt. What? Wie konnte das denn passieren? Hä? Hä? Wie ist denn das jetzt? Warum bin ich jetzt tot? Ich wollte sie doch nur infizieren. Hatte die ein Kondom an? Ach so, ich habe ihn trotzdem noch infiziert. Boah, Schuschel guckt halt richtig böse, ne? Hä? Du musst auf den Knopf unten rechts drücken. Es ist eine und kann auch töten. Er ist eine neutrale Rolle, Gnu, und kann auch töten. Hä? Ich hab's von der Ferne reported, aber ich hab den Raum, bei dem Raum mit dem Wasserspender, oben rechts, wo auch der Button ist für das Meeting. In der Mitte meine ich, Entschuldigung. Office oder was? Also außerhalb vom, im Office oder außerhalb? Ich glaube außerhalb vom Office, aber direkt oben drüber. Müsste außen sein. Hast du sie nicht in der Cam gesehen dann? Weil du warst ja in der genau, Cam das war, Achso, okay. Ich hab's mit dieser Security Cam gesehen. Dann kannst du da mich kann auch rausnehmen, weil ich war unten in der Kamera zu sehen in Otto, ne? Tatsächlich, und Mia Moose könnte ich sogar auch rausnehmen, weil dich habe ich eben die ganze Zeit gesehen bei mir. Ja, weiß nicht genau. Könnte es sein, dass... Ach nee, wenn ihr Lover wärt, dann wäre ja schon Ende. Wenn ihr... Du warst so ein Johnny. Mhm. Aber was ist, wenn einer von euch Anwalt ist? Wäre dann auch schon Ende? Nee, ne? Ich weiß nicht mehr, was Anwalt ist. Was nicht ist sicher. Lover? Aber doch nicht dich, Schuschu. Rolle, die extern ist, wenn zwei Lover am Ende übrig bleiben, mit zwei anderen Rollen gewinnen die halt. Okay. Und Anwalt versucht den... War so. Ja, was? Mia? Warum basest du mich? Weil ich glaube nicht, dass es Simon ist und da ihr euch rausgenommen habt davor und ich mir gut vorstellen könnte, dass ihr da irgendwie zusammenhängt, dass das einer von euch ja gewesen sein muss. Aber wenn es nicht Simon war, warum ist Brüchi dann so ausgerastet, als wir ihn gekickt haben? Bei dem 50. Weil er wusste, dass es vorbei ist, das Spiel. Ja, aber dann wäre es ja vorbei gewesen, das Spiel.
Ach so. Oh Gott, ich also, verstehe. Aber wir wissen ja jetzt, wir haben nur noch eine Killing Roll drin. Aber und wenn wir jetzt. Ich töte nicht den Verfluchten, sondern den, der daneben ist. Oh, okay. Ja, und vor allen Dingen war ich doch derjenige, der über die Cam das gesehen hat. Ich kann doch nicht über die halbe Map killen und dann schnell noch zur Cam gehen. Und Mia Maus hat mich ja gesehen an der Cam, oder? War das, warst du das? Aber ich habe dich da gesehen, ja. Ich kam genau, siehst du, diese Geschichte stimmt also. Ich habe halt gesehen, dass Knut tot war vorher schon. Deswegen wollte ich sie dann suchen und dachte, mach im Weg noch schnell die Task. Also sie ist schon eine Weile tot, aber ich würde dich trotzdem rausnehmen bei unten, als ich reinlief, Kamera an. Also könntest du Vase und Johnny sein. Oder und. Nee, ich glaube nicht mehr. Was seid ihr? Ich glaube, also ich sage jetzt einfach mal, ich glaube tatsächlich, dass Gnu eine böse Rolle hatte und sie ihren Tod leider verdient hat, auch wenn ich Gnu sehr mag. Oh. Aber wer ist denn dann die nächste Person? Zwei Leute haben gewotet. Ich ja, habe nicht gewotet, weil es zu spät. Ich check. Also, wir haben gerade erfahren, dass quasi, wenn ich jemanden verfluche, dann stirbt die Person daneben. Aber dann muss ich ja eigentlich nur meinen Imposter-Mate, nee, ist ja auch dumm. Also, deswegen ist sie gestorben. Oh Gott, jetzt check ich das. Oh Mann, ey. Oh Mann, okay. Ich dachte, die Person, die ich verfluche, stirbt, weil die Voodoo-Puppe hat mich irritiert. Okay, I understand the problem. Okay, aber ich verstehe trotzdem nicht, wer ist. Es wird ja echt immer complicateder, Mann. Ich bin jetzt nach einem Jahr zurück und werde hier total befordert. Falls ihr übrigens mehr Among Us wollt, müsst ihr mir das sagen. Ich bin ja immer so der Typ Freund von man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Oh, das ist an. Let's go. Also ich verstehe gar nichts mehr, aber hey, GG! Das war sehr anlegend. Aber wer war gut ist, oder war? Ja, ja. Und Herr Falsch, ja, aber wie ist denn jetzt... Genug getötet, oder? Ja, aber wie ist denn jetzt Simon gestorben am Ende? Simon nee, ist er nicht. Simon hat getötet, aber dadurch, dass ihr Lover seid, Lover gewinnt bei drei Leuten automatisch. Ja. Sprich, wenn du Linda oder Johnny abgeschossen hättest, Simon, dann wären die beide gestorben, dann ist zugewonnen. Aber dadurch, dass du Mia getroffen hast, haben die Lover gewonnen, weil nur noch drei Leute über waren. Da gewinnt immer die Lover. Ich weiß, aber du hast das gut gemacht. Ich einfach nicht wusste, ob ich jetzt Tasks machen soll oder nicht, weil ich nicht wusste, ob die gut oder böse sind. Wenn du Lover bist mit einem Imposter, dann musst du den auch nicht verraten, weil Lover jo, genau. ist immer das, was aber du der Lover ist immer das höchste möchtest. Ziel. Ja. Na, Mia? Ja. Ja. Was denn, Schatz? Hier steht da gar nicht, was Evil Guesser ist. Was kann ich jetzt machen? Ich würde das gerne mal lesen, was ich bin. Warte mal, ich bin Evil Guesser. So, das müsste hier doch eigentlich auch erklärt sein. Trickster, Hacker, Spy. Guesser kann sowohl Crewmate als auch Imposter sein. Er kann eine Person pro Meeting abschießen. Wenn die Person zu anderen Team gehört, dann stirbt sie. Wenn nicht, stirbt. Aber wer bin ich denn jetzt? Ich habe voll die Identitätskrise. Okay, bevor ich was sage, Flo hat mich, glaube ich, weglaufen sehen. Ich wollte gucken, ob Gnu noch rumsteht. Gnu, bist du schon wieder Warlock? Nee, ich lese gerade, was ich bin. Ach so, okay, gut. Ich muss ein bisschen durchscrollen, bis man sich findet. Und ich habe immer noch eine Identitätskrise, Mann. No. Die Leiche liegt vor Electrical. Also, ist relativ. Also, sind alle rausgelaufen und dann. 4 Sekunden. Standen da noch. Also, standen noch. Johnny habe ich witzigerweise gar nicht gesehen. Da standen Mia und Flest noch etwas länger, glaube ich. Ja, ich habe tatsächlich. Pass auf, ganz wild. Ich habe tatsächlich gesehen, wie Johnny kaltblütig erstochen wurde vor mir. Von wem? Jetzt weiß ich nicht, ob das. Also, Es gibt einen Verwandlungskünstler unter uns, sagst du? Es könnte sein, also es war Bart. Ja? Es gibt eine Rolle für euch alle. Es gibt eine Rolle, eine Imposterrolle der Morphling. Der kann jemanden samplen und sich dann für 10 Sekunden in die Person verkleiden quasi. Verwandeln. Also ein Cosplay. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Morphling war, der Bart gecosplayt hat quasi, ja. Mhm. Oder ob das Bart war, der einfach so getan hat. Den ich erwischt habe quasi auf frischer Tat und er dann so getan hat, als ob er Morphling wäre. Ja. Ich hab grad versucht, Pokémon zu fangen. Bin auf der Suche. Schon wieder? Oh nein. Okay, also voten wir Bart. Ja. Also allein nee, dafür vote ich dich jetzt. Nein, ich bin in Office. Ich hab alles gegeben. So, bist gevotet. Ich bin in Office drin. Ich kann das nicht bestätigen. Irgendjemand ist an mir vorbeigelaufen. Ich kann tatsächlich Bart covern, weil wir waren bei Lifeline beide. Ja,
Ich habe geguckt, ob ich da einen Saftkorn finde oder ein Hornju. Ja. Was war denn der Rest? Was hast du denn der Rest auch? Das reingestochen haben im Gegend. Ich würde so gern wissen, was da ist und ihn erschießen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Mein Fokus ist auf dem Boden wegen den ganzen Käfer-Pokémon. Was ist das jetzt? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Das ist aber Bart, da hat irgendwer mal wieder bei Bart Kanalpunkte eingelöst und irgendeine Stimme. Oh, welche sind das? Ja, keine Ahnung. Ja, das sind ganz viele Persönlichkeiten. Den Pokémon-Trainer kann ich auch noch nicht. Oh. Den kenne ich auch noch nicht wirklich. Der ist toll, können wir den nicht rausrufen? Ja. Also haben wir einen Morphling dabei, oder was? Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Das heißt, falls ihr zweimal jemanden irgendwo sehen wollt, solltet, versucht dem hinterher zu laufen, weil der muss sich irgendwann zurückverwandeln. Die Leute, die mich gesehen haben, Knu war das, oder? Wer hat mich gesehen gehabt? Was? Dann Electric. Ich hatte dich gesehen. Ah, Kim. Ja, Kim kann nicht nur Morphling sein dann. Yay. Okay, also ich muss eine Rolle erfahren und dann kann ich die Person erschießen. Ah, interessant. Okay, ich kann aber auch hier meine Aufgabe einfach machen. Sabotage. Ich kann auch sabotagen. Oh Gott, ich habe schon so lange nicht mehr getötet. Das ist was ganz Neues für mich. Das ist was ganz Nice für mich, du. Okay. Ach, das ist schon gemacht, oder? Gar nicht so einfach. Ich bin schon so lange nicht mehr im Game. Snow Bunny, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Ich war schon so lange nicht mehr im Game, Leute. Ich war schon so long nehme im Game. Ich trau mich nicht. Ich bin so schüchtern. Ich hasse es eigentlich, Imposter zu sein, aber es ist so geil zu wenden, Mann. Es geht mir eigentlich so. Okay. Eigentlich könnte ich Simon voll easy töten. Wieder zurückwenden und behaupten, ich war unten. Let's try this. Schnell, wend. Okay. Ja. Oh. Kann ich auch irgendwo anders mich herwenden? Sie. Er liegt in Kamera. Also Security. Mhm. Ich habe die Storage Task gemacht und da habe ich die Kamera noch leuchten sehen. Und als ich an dem linken Auffüll. Kanister war, ist die Kamera ausgegangen, dann bin ich, nachdem ich die Task gemacht habe, Security rein und da liegt er. Mir ist keiner entgegengekommen, also ich denke mal, die Person ist weggewendet. Der muss ganz frisch sein, mhm. Ich habe nämlich Live-Hand-Info. Fünf Sekunden? Ja, denke ich, 5 Sekunden könnte hinkommen, 5, 6. Ja. In der Nähe habe ich auf jeden Fall Gnu und Baso gesehen. Baso kam mir zwischen Comms und Office entgegen und Gnu war irgendwo im O2. Ja. Warst du mal, du alter Wender. Hä? Ja. Ich glaube nicht, dass ich dich gesehen habe. Warte, wo hast du mich? Ich habe Pazzi auch nicht gesehen. Ich habe Bildschirm gemacht, bin runter zu den Gasfläschchen, dann zu den zu diesen Schiffrädchen und dann bin ich unten rausgedüst. Und dann wurde gemeldet. Ja, aber Gnu, wir haben uns ja gesehen an der Cam, beziehungsweise an der Tür da. Ich bin von unten aus der Tür gekommen, du bist nach unten runtergegangen, als Simon noch in der Cam stand. Weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht dran erinnern, dich gesehen zu haben. Okay. Ja, und also ich habe dich auch nicht gesehen, Franzi. Die letzten, die ich gesehen habe, waren Mia und Vlesk im Office und dann bin ich vom Office aus nach oben Richtung Labor gegangen. Also ich weiß nicht, wie ich dich da... Da ist dann links raus. Haben wir dann Morphling-Bar so links von Office gehabt? Möglich? Nee, ich bin links aus dem Office raus, nach oben und dann Richtung Labor. Okay, aber da sind wir uns, genau da sind wir uns entgegengekommen, zwischen Comms und Office. Noch raus, boah, dann habe ich dich übersehen. Was ist denn, wenn Parzi mal getötet hat und dann ist er rausgewendet und dann ist er unter... Oh. Okay. Also ich habe ihn gesehen, als ich die Task gemacht habe, dass er aus Security rausgelaufen ist, beziehungsweise Electrical und nach unten weg. Und da war die Kamera aber noch an. Wo liegt die Leiche? Liegt die zwischen Security? Die liegt genau in Security. Ach so, in Security. Ich kann Baso habe ich nicht im Lab gesehen, aber nämlich ich gerade. Nee, ich bin gerade erst da hingegangen. Ich bin ja auch vor 5 Sekunden oder so erst aus dem Office raus. Ich danke Jiburi für den Raid. Jungs, Bestemann. Er wollte nicht mit mir rein, weil ich glaube, er hat Angst vor mir, aber. Ich kam nicht mehr hinterher. Oh. Die Tür war zu, ich wollte noch rein, aber es hat zu lange gedauert. Das Ganze. Leute, ich habe so ein komisches Fossil gefunden. Wisst ihr, wo ich das hinbringen muss, damit es schlüpft? Security. Ja, zu Gnu. Was? Ins Labor. Ins Labor, yo, true. Vielleicht auf Medbay. Ja, genau. Okay. Ja, mach das.
Los okay, geht's! Okay, ich muss ein bisschen mehr Krabi aufpassen. Ich würde aber gerne Bart rausfinden, damit ich ihn umbringen kann. Allein, dass er für die... Hä, warum fliegt hier eine Kamera? Warum fliegt hier eine Kamera, Leute? Kurze Frage. Es gibt einen Security Guard, der kann Kameras auf der Map platzieren und auch wenn es zu nah ist. So, ich dachte, das ist ein Bug. Dann setze ich mich da jetzt drauf. Oh, das ist ja lustig. Ich dachte, das wäre ein Bug. Okay, ich habe keine Ahnung, was meine Tasks sind. Okay. Lass mal lurken. Ich will mich eigentlich nicht. Ich gehe mal hier hin. Boah, ich will nicht töten. Ich hasse das. Ich fand das viel cooler, als ich vorhin jemand einfach verpesten konnte. Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei und ich kann schnell weg mich verpeiseln. Dann laufe mal da nach unten und gucken, was so abgeht. Da kommt ja jetzt jemand. Ah, den Flo kann ich jetzt aber nichts tun, ne? Ich bleibe jetzt mal bei Flo. Ich bleib bei Varion. Isn't she lovely? Komm, Varion, wir sind jetzt gute Freunde. Oh, das war jetzt aber sehr schlecht für mich. Tschüss. Das war jetzt aber überhaupt nicht gut für mich. Oh, ich habe auch einen Report-Button. Hello, hello. Oh, der war gerade noch bei mir. Das ist jetzt aber ungünstig. Ich war gerade in Specimen unten wieder. Mhm. Und da war auch Flo. Und ich bin, glaube ich, hinter ihm gelaufen bei Laboratory. Hab dort noch ein, zwei Tasks gemacht, dann ist das Licht ausgegangen und er liegt jetzt quasi im Gang zwischen Laboratory und Electrical, weil er einfach der bessere Spieler von uns beiden ist und tatsächlich Electrical anmachen wollte und ich nicht. Ich war auch zu faul. Ja, du bist, genau, also Gnu kam uns entgegen, aber deutlich früher. Das, also Gnu kann ich rausnehmen, außer sie ist irgendwie gewendet. Wer waren bei mir gerade im Admin? Röki und? Ja, die Position würde mich auch mal interessieren, ne? Mhm, genau. Würde ich mal gerne wissen. Wo ihr denn so wart? Ja, ich bin auch da, wo der Report-Button ist. Ich kam gerade. Ich bin beim anderen auch. Ich bin gerade an die Lifeline gelaufen. Oh, ich bin nur du. Als Licht aus war. Glaube ich. Du warst vorher auf jeden Fall kommst. Noch klingt das alles ganz plausibel von dem, was Brücki und ich da so gesehen haben, muss ich sagen. Da waren wirklich drei Punkte im Admin, eine Labor, eine O2. Eine Office am Ende. Ja, ja, okay. Ja, aber drei Punkte im Admin ist ja nicht Baso. Nee, Mia, ich war, Mia war bei uns. Mia hat gesagt, sie wäre bei uns. Brücki war, Baso war in über uns. Gut. Das ist ja komplett interessant, ne? Bart, was ist aus deinem Fossil gefunden, geworden? Hast du ein Amorit bekommen? Das sieht aus wie ein Amorit, was ich hinterher hab Kabuto bekommen, Leute, nicht oder der Charakter aus... Was ist denn, wenn ich jetzt einmal vote? Sterbe ich direkt, wenn ich falsch vote jetzt? Ja. Warum frage ich eigentlich? Kein gucken, das sieht voll gut aus. Aber ich weiß nicht, ob es ein Käfer-Pokémon ist. Leider kann ich Bart für die ersten beiden Kills rausnehmen. Das ärgert mich auch sehr, aber... Ich finde das gut. Wenn ich jetzt einmal falsch vote, sterbe ich dann? Also sterbe ich, wenn ich jetzt einmal... Ja, du stirbst bei falschen Worten, okay. Stun und auf der anderen Seite war dieses Donphan, was so unten... Ja. Das dann sagt mir einfach mal, was er ist. Nein, war ein Spaß. Hat er gegangen eigentlich? Ich bin erst aus... Nee, Bart, pack mal kurz den Pokéball wieder ein. Mia, aus welcher Richtung bist du denn in Admin gegangen? Laufen. Also haben wir niemanden, ne? Ich skip jetzt. Ah, komm, ich wollte einfach keine Ahnung, warum nicht. Skip aber immer noch auf der Suche nach dem nicht, Morphling. Ich glaube, das Brücki, glaube ich nicht. Ich glaube, Parzival ist gemein. Ich glaube schon. Dankeschön, Arus Kills. Und wenn du bekommst nochmal 25, wenn du alle meine Ähnchen siegst. Aber die habe ich jetzt ja schon bekommen. Ich mach's trotzdem nochmal. Alle meine Ähnchen schwimmen auf den See. Schwimmen auf den See. Und das Köpfchen in das Wasser. Das schwimmt in die Höhe. So, das war jetzt meine eigene Komposition. Kann ich nicht einfach hier warten, bis einer kommt und ihn dann töten? Eliminieren? Vernichten? Zerstören? Absolut fertig machen und töten? Nein? Oh. Das ist so schade. Das ist so schade. Hä? Ich im Poste wäre ich ja auch draufgeschossen. Du wolltest wenden, oder?
Nein. ich wollte, dass du vom Event das bringst. Wer steht in Kamera? Eich und Vlesk. Also Vlesk kann den Kill schon mal nicht gemacht haben. Ich habe ihn nicht verdächtigt, weil er so still ist. Und ich alle drei. Aber ja. Wer ist denn gerade aus Lab rausgelaufen? Ja, ihr habt mich ja gesehen, dass ich an der Tür stehe wahrscheinlich, oder? Ist vor mir irgendjemand rausgelaufen? Hat das irgendjemand gesehen? Aber das, dann sind ja nicht mehr viele, ne? Ich stehe in Koms, Flint Vlesk, Shushu und Gnu sich... Nee, Vlesk, Gnu und ich. Also ich habe die beiden gesehen an der Kamera. Gnu ist später dazugekommen, die hat vorher ihre Storage-Task gemacht. Sag mal, das ist aber intim. Ja, schon. Du bist ja aus Lab rausgelaufen. Ja, aber schon vor 20 Sekunden oder so. Ich stehe mit Bröki auf dem Vent unter Electrical seit 5 Sekunden. Ja, aber die Leiche liegt halt genau Richtung Ausgang und die Leute in Kamera müssten eigentlich irgendjemanden rein- und rauslaufen sehen haben. Also ich bin rausgelaufen, Schuh, als wir im Labor waren, aber das ist halt schon ultra lange her und da habe ich weiß gar nicht, wer da gestorben ist, Bart oder so? Ich habe Bart da gar nicht gesehen, als ich rausgelaufen bin. Da war, glaube ich, auch Licht aus. Kurze Nachfrage, wenn mein Bildschirm leuchtet, was heißt das? Dass du Imposter bist, dann spielst du besonders gut. Nee, dann hat jemand versucht, deine geschildete Person zu töten. Außer du bist Sia. Genau, wenn du Sia bist, dann hat dein Bildschirm blau geleuchtet, weil jemand gestorben ist. Und wo warst du nochmal, Shushu? Ich war im Lab. Danke, Aru. Dann bin ich quasi... Ja, war so. Das ist natürlich doof, ne? Dass du keinen Killkunde mehr hattest, ne? Du Verrückti. Sie behält den, da passiert aber nichts. Den konnte sie ja wahrscheinlich auch noch Bart töten. Also das kann man einfach jemanden still... Also wenn du killst, wenn der Schild ist und kannst trotzdem noch mehr einen töten? Nein. Derjenige ist nicht tötbar. Also Shushu ist ja nicht gestorben. Das heißt, Shushu hat es überlebt. Ich habe Shushu nicht angefasst. Doch, ja, weil du mich nicht konntest, weil ich sie geschildert habe. Wenn ich Shushu nicht haben kann, nee, also Brücke, ich glaube, du erzählst hier kompletten Unsinn und willst irgendwie von dir selbst ablenken. Nee. Ist komplett wichtig. Also Basu, ich habe gerade am Admin-Panel, es sind nur 2 Punkte in Lab. Ja, die liegt da ja auch ein bisschen. Also wenn jetzt Basu nicht geworden wird, schieße ich nichts mehr auf sie. Oh. Ja, dann mach doch schon. Ah, ja. Ja, dann mach doch. Glaubt ihr denn? Ich bin ja, da ist Imposter Lover drauf. 100%. Ich glaube, der hat nur geprahlt, Leute. War das, glaube ich, nicht. Das war nur Absicht, damit einer von uns triggert und ihn tötet. So, wer will jetzt Basu töten? Das lasse ich aber nicht zu. Ich bleib mal bei Basu jetzt. Damit sie survived. Nicht getötet wird. Schwester, ich helf dir. Zusammen werden wir es schaffen. I must survive, I must forgive. Niemand wird dich erschießen, weil dann bringe ich sie auch direkt um. Herr Basu, erzähl mir, was machst du jetzt? Ich check das Spiel noch nicht so. Ich habe noch keine 800 Stunden Among Us. Oh, du wirst aber auf jeden Fall nicht... Oh, jetzt hat sie mich gewarpt. Oh, da kann ich ja gar nicht rein. Das ist jetzt aber blöd. Ich bin sie nicht. Ja, ich habe alles gegeben, Shushu. Oh, Mia. Ja, du musst auch mit mir mitlaufen. Ich muss doch meine Task noch fertig machen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit rumstehen. Was denn für eine Task? Ich bitte dich. Die oben im Electrical gerade. Mhm. Die Kill-Task, oder was? Ja. Nee, die Kabel-Task. Flesk, möchtest du was sagen? Mekan. Kannst du das übernehmen für mich? Ach nee, du hast ja gar nicht gesehen. Nee. Also ich würde mich primär jetzt nochmal auf dieses Basu-Berücki-Ding fokussieren. Bin kurz gemutet. Okay, good talk. Gute Taktik, ja. Also, nochmal aus meiner Perspektive, damit ich Basu hier ein bisschen belasten kann noch. Na klar, wir haben ja nur eine Runde rüber geredet. Lass uns schon nochmal. Ja, oder? Mir war nicht klar, dass er so lange hält, aber anscheinend hält so lange. Also erstmal, Brüki, ging das ja letzte Runde so los, dass du erstmal fragen musstest, was das bedeutet, wenn dein, gute Nacht, wenn dein Bildschirm leuchtet, Elefanten stinken nach Pupu und du kannst nichts mehr sagen, weil du tot bist. So. Okay, wollen wir kurz... Und ich bin nicht der Evil Guesser. Ja, no lies. Oh Gott. Wir müssen Basu warten. Ich bin es nicht, das wäre super lustig, aber ich könnte das nicht mal, wenn ich rede gleichzeitig. Der nächste ist Schuhe, warum wir überhaupt Sheriff nicht über diese Runde reden. Irgendwie. Ich bin super verwirrt. Kannst du noch bei Shushu Sheriff versuchen? Okay, ja, jetzt versucht Basu ihrem Imposter-Kollegen Hinweise zu geben. Nee, ich rede mit mir selbst, Patsy, sehr bitte kurz halten. Also Kim oder Gnu, je nachdem, wer von euch die Evil Guest ist, das war der Hinweis. Bitte. Was ist denn los? Nein, Scheiße! Wo ist denn die denn? Gnus Rolle, das ist ja der Hammer. Wow, gut gemacht, Kim.
Nicht cool. Kim, kannst du noch bei Schuh. Können wir bitte einmal über die jetzige Runde gerade reden? Kim, erklär das ganz kurz auf. Ja, bitte. Gnu kannte die Rollen von Bröki und Vlesk und konnte die beiden deswegen aufgrund ihrer Imposterrolle. Hat sie jetzt wurde einfach noch Schuhschüre kommen? Warum konnte sie es zweimal? Warum konnte sie ja, das kann man, super oft. Das kann man super oft in der Runde. Gnu hat dann versucht, auf Schuhschuhe zu schießen, was Gnu nicht wusste. Ich bin der Sheriff und deswegen hat sie sich vergessen. Oh Mann, das wäre so viel lustiger gewesen, wenn wir dich haben. Wenn du playst und du bist der Imposter, dann lass dich ab. Ich hab euch so outplayed, Wahnsinn. Oh Mann, Kiki. Mann, ey. Wieso geht das Spiel jetzt eigentlich noch weiter? Wir sind doch alle tot. Das war ein Doppelkill. Ist doch nicht schlecht. Da kannst du schön den Leuten einfach sagen, Schnauze halten. Was machst du? Die Flan setzt es. Geil. Schuschu, du Jackal, das ist ja eine Sauerei. Nein! Ja, ich aber wer ist es dann? Könnt ihr mich kurz einmal von vorne also bis auf. Okay, pass auf. Also, Brücki hat mich in der einen Runde geschildert. Er ist quasi Medic gewesen. Ich war in der Zeit mit Baso im Lab oben. Die stand auch sehr lange neben mir und hat versucht, mich zu töten. Dann hat Bröki einmal so ein Aufleuchten bekommen, wenn mich jemand versucht zu töten. So, ich bin runtergegangen, habe Barts Leiche gefunden. Die hat vorher Baso getötet. Ich bin quasi darauf hingegangen, gesagt, komm Baso, lass mal runter, hier in so ein Duisburger Eck. Und lass mal One-on-One machen. Sie ist die ganze Zeit von mir weggelaufen. Ich bin hier hinterhergelaufen, ich habe sie nicht gefunden. Dann wurde quasi... wer wurde gegessen? Bröki als Medic gegessen und Vlesk als keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, dann hat Baso ja noch gesagt, ja, guess Shushu auf Sheriff. Ich bin kein Sheriff, ich bin Crewmate. Ja, und Gnu hat sich vergessen, weil sie auf mich quasi Sheriff gegessen hat. Und wie ist Vlesk gestorben? Nee, ich habe doch auch Harzi gegessen. Wusste man auch die Rolle, also scheinbar ist irgendwas offensichtlich. Genau, Vlesk ist gewendet oder hat auf irgendeinem Vent seine... Wie stellt man eigentlich... Okay, gut. Das heißt, Shushu ist Sheriff und Parzi ist... Nein, Shushu kann kein Sheriff sein. Oder ist kein Sheriff, sondern Crew, genau. Sagt sie. Wie stellt man das hier aus? Sie ist aber ein Jackal. Deswegen hat sie das auch überhaupt so versucht. Also Shushu hat das so versucht zu spielen, weil sie ja weiß, sie kann ja töten als Jackal. Parzi, das ist so schlecht, dass du jetzt das nimmst, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, ich bin Sheriff einfach nur, damit jeder mitkommt und sieht, ob Baso... Also du playst halt hier richtig. Wie stelle ich das im Discord aus? Ich habe Baso daraus gewotet, weil ich ganz genau wusste, dass sie Impostor ist und das spielt... Also, nee. Ja, also ich hab auch auf Baso gewotet, aber ich habe ja... Also das Problem war, dass ich eben auch hinterherlaufen wollte, weil ich dann auf Baso tatsächlich schießen wollte. Du bist ja mir auch... Also, ja, ach komm. Und allein, also dadurch, dass es weitergeht, wir haben beide Imposter raus, weil Baso hat ja versucht, Gnu noch mitzuteilen, dass Shushu der Sheriff ist. Ja, dann musst du der Jackal sein. Da das aber falsch war... Nee, das funktioniert. Aber warum, läufst du mit mir hin? Ihr redet einfach, als würdet ihr beide lügen. Woher soll ich das denn jetzt wissen? Nein. Ich bin der Sheriff und Shushu ist Jackal. Nein, neutrale Rolle. Nein, Parzi, ich vote dich. Wenn Kim gewinnt, dann gewinnt sie jetzt so gut. Tut mir leid, ich hab geraten. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ja, alles gut. Ich glaube nicht. Ich habe nichts verstanden. Vielleicht kann mir das gleich nochmal wirklich jemand in Ruhe erklären. Ja, ich habe vor allem nicht verstanden, warum wir nicht über den einen überhaupt gesprochen haben. Ach Mann, wir sind ja Reaktor angegangen oder so. Hey, du, wie wusstest du denn, dass Vlesk Detective ist? Ich konnte nicht, ich hatte einen Kill-Cooldown. Ich konnte nicht töten, deswegen habe ich gehofft, dass er Reaktor angeht oder so. Keine Ahnung, Gnu hat Legendenplay gemacht. Jetzt hat richtig krass. Das war einfach nur gegessen. Oh, das war so gut. Wir hätten halt also eine Rolle mehr und wir hätten gewonnen. Ne? Und bei Parzi war ich dann auch falsch. Aber Vlesk war so ruhig und Vlesk hat mich vorhin nicht getötet. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls du mehr Among Us künftig möchtest, dann lass gerne Daumen nach oben da und lass es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und ade mit E. War schick.